Nee, mag ich nicht. Wie gesagt, ich versuche in Savage, wenn ich so irgendwann mal so weit bin, oder wenn wir die Sachen farmen, die Mounts, versuche ich immer alles so gut es geht, aber da spiele ich auch Klassen, die ich kann. Da würde ich niemals den Red Match spielen. Weil dann kann ich mich gleich auf den Boden legen. Kann so tun, als wäre ich nicht da. Als wäre ich AFK. Es wird nichts. Du wirst mich auch nicht erleben, dass ich im Savage oder beim Farm einen Tank oder einen Heiler spiele. Na gut, Heiler vielleicht noch eher. Heiler noch eher. Bring dir den Red Bildschirm bei Entdeckungsspringen ausflippen in 3, 2, 1. Harold, du kriegst dein Fett schon weg. Keine Angst. Ich akzeptiere das bei dir jetzt auch gerade nur, weil ich dich mag. Und sehr, sehr lieb hab, ja? Und du mein Mund bist. Dann wärst du jetzt gerade schon in einem hohen Bogen rausgeflogen. Nein, wärst du nicht, aber... Du weißt, wie ich das meine. Ich akzeptiere das nur, weil ich dich mag. Mano. Nee. Du wirst mich auch beim Taumaturgen, du wirst mich verzweifeln sehen. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Das sind auch alles Klassen, die ich so weit nach hinten verschiebe, wie es geht. So ganz nach hinten kommen die Sachen. Ich mache erst alles auf die, wo ich Bock drauf habe. Ganz zum Schluss kommt das Schlimmste. Also, wenn ich einen und sage nichts mehr. Aber bei den Tanks, dann müssen wir mal erst darüber reden. Mal gucken, Hybrid. Und willkommen zurück, Pennywise. Ja, den Blackmail fand ich jetzt auch nicht so knusper. Okay, den Ausdruck kenne ich aber jetzt auch noch nicht. Knusper, ha? Knusper. Ah ja. Ich habe Fragen. Ich habe wirklich Fragen. Knusper. Naja. Nicht. Kriegt man doch glatt schon wieder Hunger. Jetzt verwechseln mit Knusperparty. Will ich jetzt wissen, was eine Knusperparty ist? Ich denke gerade an Essen. Bitte sag, dass es nichts anderes ist. Kommt daher, wo auch der Salat herkommt. Nicht ernsthaft. Okay. Nein, willst du nicht. Okay. Gut, dann habe ich nicht gefragt. Dann will ich es auch gar nicht wissen. Ich denke gerade ganz unschuldig, ausnahmsweise mal. Knusperparty. Ich kann es mir ja schon fast denken, aber ich will da nicht dran denken. Das soll nicht wieder in die Zweitrundigkeit abdriften. Bitte nicht. Das hatten wir gestern mit Masuna schon. Bitte nicht nur mehr Zweitrundigkeit. Nee, keine Ahnung, warum ich das sage. Ist halt einfach so, okay. Es hätte ja sein können, dass es eine Bewandtnis hat, Hybrid. Es hätte ja sein können. Okay, so. Hallo, Aidaria. Ich habe dich schon erwartet. Ist dir die Bedeutung der Entschlossenheit bewusst geworden? Ebenso wie Selbstbeherrschung ist Entschlossenheit eine wichtige Voraussetzung für Mut. Das Gute daran ist, beide Aspekte kann man trainieren. Das mag am Anfang zunächst schwierig erscheinen. Niemand weiß das besser als ich. Ich erlitt zahlreiche Niederlagen und stand kurz davor, das Handtuch zu schmeißen. Aber ich biss die Zähne zusammen und hielt durch. Bei jedem Kampf musst du darauf achten, Selbstbeherrschung zu bewahren und Entschlossenheit zu zeigen. Mit der Zeit wird dir das ins Blut übergehen und irgendwann wirst du merken, dass nichts und niemand deinen Mut brechen kann. Denk auch daran, dass nicht alle Konflikte körperlich ausgetragen werden, sondern einige nur mit Worten. Oft genug führen unterschiedliche Ansichten zu heftigen Disputen. Wie auch immer eine Notsituation im Detail aussieht, mit Selbstbeherrschung und Entschlossenheit lässt sie sich überwinden. Genau das ist es, was wir Pikeniere unter Mut verstehen. Klingt das einleuchtend? Ich kann es sicher nicht so gut erklären wie Guildenmeister Yvain, aber hoffentlich konnte ich dir weiterhelfen. Was war das für ein Lärm? Irgendwas musste in der Übungshalle vorgefallen sein. Also eine Frage, was zockt ihr so zum Runterkommen? Zum Runterkommen? Zur Zeit Disney? Also zur Zeit Disney Dreamlight Valley. Das zur Zeit.
Ansonsten. Ansonsten. Planet Zoo zum Beispiel. Schlacht um Mittelerde 2. Also zumindest halt bei mir. Ich lese gleich weiter. Ein mystischer Run ins Pettchen. Was? Dufte was? Ich frag einfach nicht. Gleich weiter. Okay. So. Der schafft zwar. Was? Die Reise ins Traumland ist doch ist auch super. Was? 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 Mittagsschlaf 2. Hatte auch einen Nachfolger. Mittagsschlaf 3. Geh ins Bett, du redest schon wieder für das Zeug. Wenn es ums Pennen geht. Farming Simulator. Stimmt, Farming Simulator ist auch cool. Aber da schaffe ich auch schnell bei ein. Zur Zeit zumindest. Hab ich eine ganze Weile jetzt einer Playsy gezockt. Da habe ich, glaube ich, den 19er. Ja, Mittagsschlaf 3, das Fresskoma setzt ein. Dufte, was ist mit dir? Was stimmt mit dir gerade nicht? Geht's dir gut? Kann ich dir helfen? Das ist rein aus Interesse. Beziehungsweise Brokkoli Farming Simulator. Was? Brokkoli Farming Simulator. Ja. Okay. Wenn ich bei meiner Oma bin zu Weihnachten. Ja, nicht nur bei nicht nur zu Weihnachten. Es ist jedes Mal, wenn ich bei meiner Oma gewesen bin. Ich komme mit 5 Kilo mehr nach Hause. Und dann immer, wie, bist du schon satt? Du kannst doch nicht schon satt sein. Hier, nimm noch mal einen Teller. Eine Portion geht doch. Willst du noch einen Nachtisch? Mein Magen, aber ja. Selten noch bei meiner Oma. Okay. Na gut, ich leider auch, aber es ist halt die Entfernung. Ich mache mir zum Schlafen Brokkoli fertig und dann klappt das. Ich habe Schlafstörungen. Ah, okay. Ja, Schlafstörungen sind mies. Schlafstörungen sind mies. Ich habe nur Schlafstörungen bei Vollmond. Bei Vollmond kann ich ja vielleicht pennen. Das erklärt zurzeit auch. Ich glaube, wir haben ja gerade Vollmond. Sonst toi 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 geht's. Okay, so. Was ist das eigentlich für ein Kobold? Sieht ein bisschen aus wie so ein Kobold. Und ihr wollt Pekiniere sein? Erbärmlich, Hunde seid ihr. Nichts weiter. Wir haben Vollmond. Ich meine ja. Wenn ich das am Samstag richtig gesehen habe. Zumindest sah er recht rund aus. Kann mich aber auch täuschen. Es kann auch sein, dass er noch nicht ganz voll ist oder dass er schon wieder am Abnehmen ist. Also sicher bin ich mir da jetzt nicht, aber er sah recht rund aus. Hatte ich mich mit Frischus noch drüber unterhalten. Weil meistens, wenn, wie gesagt, wenn Vollmond ist, kann ich nicht pennen. Bin ich dauerwach. Das ist dann... Ja, meh. Ist halt blöd, dass immer noch die Brokkolisierungsdebatte schleppend ist. Mir hilft das recht gut und ich werde 40, also von das ganze Kram.
Ja, gut. Ja, ich verstehe. Ja, gut. Das ist also eine Sache. Das streitet man sich ja seit Jahren, glaube ich, schon drum, ne? Naja. Hier kann ich nur leider nicht so viel zu sagen. Ich kenne mich damit halt leider null aus. Wir verpennen ja auch nicht bei Vollmond. Sie jagen nackt durch den Wald. Einfach nein. 10. September 2022. Ja, gut. Kein Wunder, dass ich an dem Tag nicht pennen konnte. Das erklärt's. Mensch, noch ein Grund, warum der Tag so beschissen. Nein, so schlimm. Ja. Themenwechsel. Du wirst als nächstes dran gehen, Meister. Stell dich zum Kampf. Wenn du ablehnst, bist du ganz offensichtlich kein echter Pikenier. Das Datum vom letzten Vollmond, das erklärt es auch bei mir. Und warum ich da den Drang hatte, in den Wald und aufs Feld zu gehen. Oh, hi, Brent. aber mittlerweile geht es langsam. Ich freue mich, wenn du deinen konservativen Eltern nach so vielen Jahren das vernünftig erklärst und sie dich endlich verstehen. Ja, gut. Bis meine Eltern mich verstehen würden, ich glaube, da gehen noch Jahrtausende ins Land. Aber wenn es wenigstens langsam vorangeht, dann ist das ja zumindest ein kleiner, positiver Schritt nach vorne, auch wenn es nicht viel ist. So ein Schattenwolf jag ich halt nur nachts. Alter, Leute. Da würde ich auch fragen. Ganz viele. Ganz viele Fragen. Sag, was du willst. Ich lasse mich von dir nicht provozieren. Eine Bande von Feiglingen seid ihr also. Levus. Frohe Lederstiefel kommt. Ich sehe meine Augen wieder. Bis 50 habe ich ihn schon gespielt, ja. Bis Level 50 hatte ich ihn schon mal. Weiter noch nicht. Da werde ich mal gucken, was mich dann erwartet. Also bisher auf 90 habe ich bisher nur gehabt. Barde, Tänzer, Maschinist, White Mage, Reaper, Mönch. Und fast den Samurai. Beim Samurai fehlen noch 7 Level, glaube ich. Aber ja, von den Stories kenne ich bisher tatsächlich nur White Mage, Barde, Hermetiker, ein bisschen Parler und ein bisschen Schurke. Und, oh Gott, ich glaube, die pikniere nur bis 30. Ich meine aber, dass es Tinian, glaube ich, kam ab der 30er. Wenn ich es jetzt nicht ganz vermische. Ich glaube, es Tinian kam. Also da könnt ihr mich gern verbessern, wenn ich da falsch liege. Das habe ich nämlich nicht komplett gelesen, leider. Ich habe es da übersprungen. Aber damals kann ich das Sini noch nicht. Bin generell ein Fan von Heavensward. Oh, Heavensward ist toll. Allein die Musik in Heavensward. Dragon Story, die Vorgeschichte zu Heavensward. Na, okay. Also gehe ich mal von aus, das war aber tatsächlich das Sini. Aber wen haben wir denn da? Hi. Halt, sie ist doch eine Schülerin. Peace. Nichtsdestotrotz hast du sie in die Gilde aufgenommen, nicht wahr? Damit trägt auch sie Verantwortung für die Ehre der Pikeniere. Oh, ja. Tag. Servus. Erstaunlich, ein Anzeichen von Mut. Vorerst will ich sie verschonen. Doch hört meine Worte, nur die Furchtlosen sind es wert, eine Pike zu tragen. Ich freue mich schon darauf, deinen Mut bald auf die Probe zu stellen.
Die Mucke ist echt erdrückend, aber die Story ist für mich die beste. Also Story auch richtig gut. Die Musik, ich weiß nicht, ich finde die Musik halt einfach richtig schön. Stormblood ist für mich das Schwächste, hat aber wirklich gute Momente, die an die ich mich erinnere. Sind leider nicht viele, weil ich habe das halt großenteils geskippt. Oder halt durchgeklickt. Ich habe nur die Sprachszenen gesehen. Shadowbringers war gut. Bin halt kein Fan von Graha. Den kannst du mir schenken, den würde ich nicht mal gratis mit auf Reisen nehmen. Nee, mit dem kannst du mich echt. Ach, nee. Kein. Nee. Einfach nein. Und Endwalker fand ich richtig gut. Gerade auch der Fight gegen Tordam. Ich bin vor Freude aus dem Stuhl und hin und her gehüpft. Du gegen Ritter der Runde kämpfst. Sieben Fans kennen den Aufwand. Das war auch richtig geil. Richtig, richtig geil. Ich fand an Heavensward fand ich eigentlich alles geil. Ich glaube, da gibt es keine Einschränkung. Ebenso wie bei Endwalker. Bei Shadowbringers, ja, das war mehr halt mit Gra. Das war so, boah, nee. Weißt du, der Chat nur. Oh, da ist er. Und ich denke mir so. Wer ist der Kerl? Habe ich den schon mal gesehen? Was ist mit dem? Und dann als ich es wusste. Beziehungsweise als man es mir gesagt hat, dachte ich nur so, boah, nee, der Kerl geht mir auf den Keks. Kann der bitte weggehen? Ey. Ich weiß nicht. Ich fand Shadowbringers gut. So viele schöne Orte, so viele geile Nebencharaktere. Und dann kommt dieser scheiß Typ, ey. Und ich denke mir nur so, nein. Ich habe ihn ja noch nicht mal erkannt, weil ich die Kristallturm-Story übersprungen habe. Weil es hieß, überspring die Story, die ist unwichtig. Und ich dann stundenlang. Wer ist das? Den kenne ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Der geht mir auf den Keks. Was will der schon wieder? Kann er nicht mal was selbst machen? Das ging die ganze Zeit so. Ich glaube, ich habe den Chat mega getriggert damit. Weil hier eigentlich fast nur gerade hier Fans sind. Und ich habe, glaube ich, den halben Chat damit getriggert. Es tut mir im Nachhinein immer noch leid, aber ich kann den Kerl einfach nicht ab. Was? Die Diskussion hatten wir jetzt schon so. Also es ist keine Diskussion, aber das hatten wir jetzt schon so oft, weil man mir gesagt hat, überspring die Story. Ich hatte damals gefragt, ist das wichtig für die Story? Chat sagt, nein, ist nicht wichtig für die Story. Gut, kann ich überspringen? Seid ihr euch sicher? Ja, kannst du überspringen. Okay, ich übersprung. Das haben alle gesagt. Du warst zu dem Zeitpunkt nicht da und Mira war zu dem Zeitpunkt auch nicht da. Und ich glaube, Luna hat gar nicht zugehört. Ich habe eine Abstimmung gemacht und alle haben gesagt, nein, es wäre nicht wichtig. Bin ich von ausgegangen, okay, ist nicht wichtig, überspringe ich, weil ich hatte ja keine Ahnung. So weit war ich noch nie. Ich weiß, dass ihr nicht da wart. Deswegen, es hat nicht einer gesagt, hey, das könnte vielleicht wichtig werden. Nicht einer. Und ich glaube, Luna hat sich hinterher in den Arsch gebissen, dass ich es nicht gelesen habe. Und dass sie gerade in dem Moment nicht da war. Weil ich weiß gar nicht. Ich glaube, da wollten entweder ihre Eltern was oder sie war essen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, du und Mira wart auf jeden Fall nicht da. Bei Dera weiß ich es nicht, aber ich glaube, er war auch nicht da. So. Und ich hatte ja einige Leute, die FF gespielt haben zu dem Zeitpunkt. Und ich weiß auch, dass ich an dem Tag mega Raid hatte und die Leute gesagt haben, nein, ist gut, dass du das überspringst. Ihr wart dann da, als ich die Inhalte gelaufen bin. Als ich die Sachen dann einzeln, also als wir Schritt für Schritt das freigeschaltet haben, wo ich die Story gemacht hatte. Ich hatte dann ja kurz gewartet, meine ich. Dann hatte ich in der Zeit halt irgendwas anderes gemacht. Ich glaube, doch, irgendeine Nebenquest hatte ich gemacht. Da hatte ich die ganzen blauen. Die ganzen blauen Innis freigeschaltet. Und dann kamt ihr wieder, da hattet ihr aber halt nicht gemerkt, dass ich nicht gelesen hatte. So, da. Wieso auch? Ne? Und dann hatten wir halt. Sind wir diesen. Den Lauf. Oder haben wir den Lauf gemacht? Den ersten habe ich, glaube ich, allein gemacht. Und beim zweiten und dritten seid ihr mit. Da war aber das ganze Ding eigentlich schon fast durch. Da war ja nicht mehr viel. Selbst wenn ich da angefangen hätte zu lesen. Das. Und die Luna war, wie gesagt, meine ich die ganze Zeit nicht da, weil Raid war ja nicht so ihrs.
Wenn ich glaube, dass ihr mitgegangen seid. Ich weiß es nicht genau. Also den ersten hatte ich allein gemacht. Da hatte ich richtig Schiss noch. Das weiß ich. Ah, oh, das war furchtbar. Es war einfach nur furchtbar. Weißt du, da laufen ja so viele. Aber wie gesagt, mir wurde gesagt, das wäre nicht wichtig. Ja, hatte ich halt nicht gelesen. Ich habe es dann erst mit. Habe ich es mit Schnoberto gelesen? Doch, ja, mit Schnoberto habe ich es gelesen. Da habe ich den Kratzzeitum das erste Mal gelesen. Und da ist mir gerade auch auf den Keks gegangen. Da ist er mir direkt am Anfang schon auf den Sack. Und die Leute hatten selber noch kein Shadowbringers gespielt. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Aber wie gesagt, ich hatte an dem Tag ein Raid und ich meine, es waren sogar Leute aus Shadowbringers, aber. Vielleicht war auch der, der geradet hatte, zu dem Zeitpunkt nicht da. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der Chat gesagt, du brauchst es nicht lesen. Ich hatte extra gefragt, weil ich hatte noch gestöhnt, also ne, gestöhnt und gesagt, boah, nee, ich kann jetzt tatsächlich noch nicht zu Heavensward, weil ich den Kristallturm machen muss. Und daraufhin hatte ich dann halt gefragt, muss ich das lesen? Ist das wichtig? Und alle, nö. Okay. Überspringe ich. Das klang falsch gerade, ich weiß. Aber wie sollte ich es anders ausdrücken? Ich soll das jetzt. Aufgeseufzt, das klingt aber scheiße. Nee. Ich lebe jetzt mit der Zweideutigkeit. Aber wie gesagt, ich habe es ja jetzt im Nachhinein nachgeholt. Ich, ne? Wie ist das mal weiter oben noch? Ja, warte, ich muss ein bisschen. Okay, das hatte ich noch gelesen. Das. Von meinem verstorbenen QFC-Leader war Shadowbringers das Lieblings-Addon. Es wurde auch ein Song auf seiner Beisetzung gespielt. Das ist schön. Also, gut, nicht, dass er verstorben ist, sondern, ne, dass das Lied da gespielt wurde. Da sind ja viele recht wählerisch. Wir haben im FC-Haus ein Denkmal gebaut. Und das ist auch schön. Das finde ich cool. Das ist eine schöne An Erinnerung. Weil Dera und Mira hatten Shadowbringers nicht durch. Dera meinte sofort, egal was ich mache, soll auch die Kristall-Tower-Quest lesen. Die brauche ich für später noch. Ja, gut. Wie gesagt, bei mir hieß es nein. Ich habe extra den Chat gefragt. Aber deswegen lesen wir es ja jetzt alles nochmal. Ja. Ja. Aber das mit dem Denkmal ist eine echt gute Idee gewesen. Und ein schönes Andenken. Um darauf nochmal kurz zurückzukommen. Bevor ich jetzt nach 3 Jahren endlich weitergehe. Ich bin ja bis heute noch am Überlegen, was bei meiner Beisetzung spielen soll. Hi, wird dein Ernst? Jetzt muss ich ja noch länger warten. Deine Schuld! Jetzt warten wir noch länger. Ich habe die kleine Puppe meinen Diener umbenannt und ihm die Klamotten gekauft, die er damals auf meiner Hochzeit anhatte. Das ist schön. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, aber es ist ein schöner Gedanke, dass er es wenigstens noch zu meiner Hochzeit geschafft hatte. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Anfängt, bevor du anfängst mit Lesen. Alles gut. Wir brauchen ja auch Musik. Alter, ja, ich mache hier schon. Muss gerade mal gucken. Wie lange haben wir noch? 2 Stunden 39. Bisher noch. Hier haben wir noch 2 Stunden 39. Gut, so. Das Spaß ist vorbei. Fahrt sofort mit euren Übungen fort. Hi. Pass auf, es war der letzte Satz davon. Ja, natürlich. Natürlich war es der letzte Satz, für den wir jetzt Ewigkeiten gebraucht haben, weil ich dich lieb, Pöttika. Hi. So. Edai, du hast keine Anstalten gemacht, deinem Angriff auszuweichen. Hat dich deine Angst so gelähmt, dass du nicht mehr reagieren konntest? Nun ja, das ist jetzt nicht wichtig.
Denk nicht weiter an diesen Störenfried. Es gibt immer wieder Hitzköpfe, die hier zeigen wollen, wie mutig sie doch sind. Konzentriere dich darauf, die beiden Aspekte des Mutes zu vervollkommen. Festige deine Selbstbeherrschung, damit du in jeder Situation klar denkst und handelst. Stärke deine Entschlossenheit, damit du jederzeit ohne Zögern deine Feinde zur Strecke bringst. Beide Aspekte zusammen zeichnen deinen Mut aus, den du bei deiner nächsten Lektion dringend brauchen wirst. Melde dich wieder bei mir, wenn du dafür bereit bist. Also niemals! Nice. Ich sehe, dass ich trinken muss. Noch mehr. Ich habe ihm viel die ersten Namen beigebracht. Hat mir wirklich viel gezeigt. Ja. Aber dann sind ja die Erinnerungen, die ihr zusammen noch geschaffen habt, umso schöner, denke ich mir. You. Ich sehe Braunschweig. Iret? Nein. Und Braunschweig-Fan? Sowieso nicht. Nein, ich bin da ja nicht so, aber... Nein. Einfach nein. Schade. Nein. Das klingt nach Wolfsburg. Meinst du bei mir? Nee. Nee. Also, ich sag mal so, wenn man es fußballtechnisch sieht, dann ist. Dann wäre es eigentlich ja was anderes. Es gibt nur eine Stadt, die Braunschweig hat. Nee. Nee. Es gibt eine Fanfeindschaft zwischen Hannover 96 und Braunschweig. Ich habe damit nichts zu tun. Mir ist es egal. Ich habe mit Fußball nichts im Hut. Aber. Ich weiß nicht, ob Wolfsburg Braunschweig sich auch hassen, aber ich glaube, Hannover 96 und Braunschweig ist schlimmer. Also, wir hatten das Vergnügen gerade erst, weil Braunschweig gerade erst bei uns gespielt hat. Am Samstag, glaube ich. Samstag war das Spiel. Mit keine Ahnung wie vielen Tausenden an Polizisten. In Wolfsburg und Braunschweig ist schlimmer. Weiß ich nicht. Also bei uns, das ist schon, das geht bei toten Schweinen, die bei uns an die... Bahnübergänge gehängt wurden, bis hin zu Messerstechereien, bis hin zu Kinder, die verprügelt wurden bei irgendwelchen Sachen, bis zu Randalierung in Braunschweig und alles das. Ich weiß nicht, ob der Wolfsburg wirklich so schlimm ist. Ich glaube, 96 ist schlimmer. Also beide. Sie nehmen sich beide nicht viel. Weil bei uns wohnen Schweinsköpfe halt direkt an den Bahnübergängen von den Braunschweigern irgendwo, das ist lange her, aufgehängt, aufgespießt, sodass, ne, wenn man mit dem Zug lang gefahren ist, dass alle das sehen konnten. Also, das ist ganz, ganz schlimm. Das ist ganz, ganz schlimm. Also, ich meine, bei uns jetzt am Samstag, Hubschrauber-Einsätze, Wasserwerfer. Ey, das ganze Stadion war abgesichert. Selbst Polizisten aus anderen Bundesländern mussten kommen, weil bei uns einfach Ausnahmezustand war. Und ich weiß nicht, warum. Ich verstehe es einfach nicht.
eindeutig gewonnen. Ey, das ist ganz, ganz schlimm bei uns. Die drehen ab, die Leute. Also es gibt ja viele Vereine. Ich glaube, Hamburg, also HSV und St. Pauli ist, glaube ich, auch nicht gerade nett zueinander. Ich weiß gar nicht. Frisches hat mir gerade erst gesagt, welcher Verein das noch war. Das war noch irgendeiner, der jetzt auch nicht ganz so nett, der auch eine Fanfeindschaft haben. Ja. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, bei uns ist halt auch viel mit Messerstecherei und was weiß ich gewesen. Egal, ob wir in Braunschweig waren oder ob die Braunschweiger bei uns sind. Das ist ganz furchtbar bei uns. Hamburg-Bremen ist auch fies. Echt? Ist auch so fies. Gestern über Witzachsen, so wie ein Witz dagegen. Also ich glaube, bei Pauli Rostock wird's politisch. Oh, ja. Also, ich weiß nicht. Ich verstehe es aber nicht. Das sind so Sachen, die gehen einfach nicht in mein Schädel rein. Das ist ganz. Ich weiß aber auch nicht, warum das so ist, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Klassiko ist immer noch das Ruhrpott-Derby. Schwarz-Gelb gegen Blau-Weiß. Wie gesagt, ich habe von Fußball echt nicht viel Ahnung, aber jedes Mal, wenn Braunschweig bei uns ist, da gehe ich auch nicht in die Stadt. Die gehen zu Tausenden durch und randalieren, was das Zeug hält. Ob sie Bars auseinandernehmen, ob sie Leute zusammenschlagen. Wie gesagt, am heftigsten war halt das mit den Schweineköpfen. Ich glaube, umgekehrt war es, dass da... Ich weiß gar nicht, was gewesen ist, was die 96er da dann gemacht haben, die Ultras. Die hatten dann auch irgendwas mit irgendwelchen Tieren. Ich weiß nicht. Das ist aber auch schon über Jahre hin verteilt. Ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Das sind doch Spiele, wo ich niemals ins Stadion gehen würde, wenn Braunschweig Hannover spielt. Niemals. Da kriege ich tatsächlich Schiss. Also nicht nur, weil unsere Ultras sowieso einen an der Klatsche haben, sondern... Nee, einfach nein. Das sind so Sachen, die muss ich mir nicht geben. Ich glaube, es wurde auch mein Opa zusammengeschlagen. Dem seinen Gehstock weggeschlagen und der dann auf den Boden verprügelt. Also. Und er hat nichts gemacht. Er hat halt einfach nichts gemacht. Er ist halt einfach nur da lang gegangen. Eure Ultras sind einfach nur leise. Ja, das kommt hinzu! Unsere Ultras sind auch noch leise! Weißt du? Beschweren sich in einer Tour, ne? Und sagen, ja, wir sind ja so die super tollen Fans. Ja, Stimmung machen sie im Stadion nicht. Das machen andere, aber die sind sicherlich nicht. Von denen kommen keine Fangesänge, gar nichts. Die stehen einfach nur da und boykottieren das ganze Spiel. Mit ihren wunderbaren Plakaten mit wir hassen den und den, Tod dem... dem und dem und was weiß ich. Ey, das ist furchtbar. Das ist ganz furchtbar. Ich hasse unsere Ultras. Ich hasse sie. Und vor allem mit Beleidigungen. Und direkt daneben ist die Familientribüne, wo Kinder und Kunst, alle Kleinkinder das lesen können. Was ist in deren Schädeln? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Das sind Sachen. Wie kann man so gehirnamputiert sein? Ey, ich weiß. Das hat doch nichts mehr mit Fanliebe oder sonst was zu tun. Das ist einfach nur dumm. Vor allem, statt das Spiel zu genießen. Nein. Wir stehen einfach da und machen nichts. Wir bewerfen die unteren Ränge mit Müll. Ganz toll. Wäre richtig lustig, gegen euch zu spielen. Vor allem konnte man sie so schnell triggern. Fand ihn herrlich, ja. Ey, das ist furchtbar. Das ist einfach furchtbar. Unsere Fans sind doch keine Fans. Alle, die...
quasi daneben sitzen. Nicht die Nordkurve. Zumindest nicht die obere Nordkurve. Die obere Nordkurve bei uns, die ganze knicken. Das kannst gleich alle einen großen Sack nehmen und alle rein. Das ist das Beste. Und am besten auch nicht mehr aufmachen. Ey. Da machen die Familie, die auf der Familienbühne sitzen, machen mehr Stimmung als die da oben. Und ich saß schon viel jetzt im Stadion in den letzten Jahren mit Frisches, aber ey. Nee. Das kann man sich nicht geben. Vor allem wirst du dann auch noch beleidigt, wenn die unteren Stimmung machen und die oberen machen ja gar nichts. Wir singen, die oberen, hört auf zu singen, warum? Wir haben halt nur gesungen, Hannover, wir hören nichts. Wir haben gefühlt und dann auch noch gewonnen. Und er kam aus dem Block und die ging voll auf die Barrikaden. Die sind halt echt sehr, sehr schön, leicht zu ärgern. Richtig leicht. Und das, ey, es ist halt einfach so dumm, ne? Oh, es ist einfach so dumm. Ständig dieses, nee, wir machen jetzt nichts, wir boykottieren das ganze Ding. Oh, oh, Alter, nein. Ohne Sinn und Verstand, die Menschen. Also die, die da sich als Ultra schimpfen. Nee. So, der Themenwechsel. Bevor ich mich da noch weiter drüber aufrege, über diese Leute. Alle haben super tolle Fans. Wir haben so einen Schrott da. Das ist furchtbar. Ich gehe auch echt nicht mehr gerne ins Stadion. Zumindest nicht zu 96. Das tue ich mir nicht an. So, Themenwechsel. Daria, du siehst stärker aus als bei unserem letzten Treffen. Vor allem aber auch ruhiger und entschlossener. Du scheinst dir meine Worte zu Herzen genommen zu haben. Nö. Beim letzten Mal habe ich dir beigebracht, was wir Pikeniere unter Mut verstehen. Warum du dafür deine Selbstbeherrschung und Entschlossenheit trainieren musst. Heute wird sich zeigen, ob meine Lehren auf fruchtbarem Boden gefallen. Meine Lehre auf fruchtbarem Boden gefallen ist so. Hoffentlich ist deine Waffe gut im Schuss. Du wirst sie brauchen. Für die nächste Prüfung wirst du dich mitten in eine Meute von Feinden begeben müssen. In solchen Situationen kannst du nie wissen, aus welcher Richtung der nächste Angriff erfolgt. Wenn du nicht höllisch aufpasst, wirst du von Gegnern umzingelt und von ihrer schieren Masse schlicht überwältigt. Du wirst nur überleben können, wenn du deine Angst unter Kontrolle hältst und entschlossen angreifst. Solltest du erfolgreich sein, wird das deinen bereits vorhandenen Mut weiter stärken. Es geht um alles oder nichts, also hör gut zu. Dein Auftrag lautet, reise nach Blankenfels in das Brutgebiet der Anolis. Irgendwo dort am Felshang ist der Stein der Resolution. Finde ihn und bring ihn zu mir. Dafür wirst du dir einen Weg durch eine Horde fleischfressender Vogelbestien mit spitzen Schnäbeln und messerscharfen Krallen bahnen müssen. Überlege dir gut, wann es klüger ist, ihn auszuweichen und wann du kämpfen musst. Begehe keinen Fehler, denn er könnte dein Ende bedeuten. Die Anolis sind gefährliche Gegner. Doch keine Sorge, mit wachsendem Geist und Mut im Herzen wirst du erfolgreich sein. Yay, wir kommen hier weg. Schön. Gib mir Erfahrung. Oh ja, ja. So, am besten mache ich jetzt noch mal ein bisschen... ein bisschen Bestiarium. Kann ich damit nämlich Daily laufen. Danke, ja, dass ich so lange bei einem Streamer war. Ich hoffe, das ist was Gutes. Aber freut mich, dass du so lange hier bist. Freut mich wirklich. Ich bin immer ganz froh, wenn Leute länger als ein paar Minuten da sind. Freue ich mich immer drüber. Lauf, kleiner Vogel, lauf! Juhu, Schattenmilben! Ich habe ja keine Wahl, die Kette hinter mir hindert mich ja daran. Alter! Bitte, was?
Will der Command schon wieder nicht? Oh, ich hasse es. Manchmal spinnt Stream Elements, ne? Alert wird gerade schon wieder nicht. Ich guck gleich nach. Alert, ich guck gleich nach. Wahrscheinlich ist da wieder irgendwas im Argen. Ich weiß, dass es neulich noch funktioniert hat. Wartet mal. Aha. Ah! Ihr habt was vergessen! Es heißt Lotroket! Lotroket heißt es! Ihr müsst einfach nur das Cat hinterschreiben. Also. Ja, genau. Genau so. Dann funktioniert's. Ist auch, ja, für jeden. Also kann jeder zugreifen. Jetzt wird's seltsam, ey. Okay, warte mal. Also ich habe eingestellt für... Nee, das ist Lurk. Ich habe eingestellt für jeden. Oh, für jeden. Welcher? Reichern. Das ist für jeden eingestellt. Seltsam. Seltsam. Ist so richtig. No. Ich weiß ja leider nicht, woran es liegt. Da schreibt man, was für eine Streamerin, dann darf man das nicht mehr selbst nutzen. Neulich ging es ja noch bei dir. Ich kann einmal aufstehen, umstehen auf VIP. Jetzt stelle ich nochmal auf jeder. Versuch's nochmal. Ich habe jetzt nochmal umgestellt. Wenn es jetzt immer noch nicht funktioniert, ne, dann freut sich ein Besen. Ach, Luft, kannst du es bitte wieder das lösen? Mit deiner knapp bitte Luft. Nö. Nein. Du bist doch nicht an der Kette. Aber freut mich, dass dir die Community hier gefällt. Das freut mich. Haha! Es geht. Tada! Ich habe aber nur kurz. Einmal einen anderen Status reingepackt und den alten Status wieder rein. Dann geht's. Jetzt mag Iron wieder, ja. Ja, manchmal ist es halt einfach seltsam. Ich glaube, manchmal denken sich die Dinge auch einfach nur so, what? Was wollt ihr jetzt von mir? Wenn es verliert, mein Schatz, dann fressen wir es. Nicht fressen wir es. Aber wen willst du fressen? Wen möchtest du denn fressen? Sarah an die Schleppleine, nur keinen läufigen Damenanspringer. Okay, der ist gut. Iron, der ist gut. Der hat was. Was ist los mit dir? Das fragst du noch. Ernsthaft, Tyrant, das fragst du noch. Boah, bist auch nicht besser. Ihr lebt euch da beide nichts. Ah, in die Richtung. Solange sie nicht wieder rumrollt und ein Unicorn wird. Ah, das Unicorn echt ist. Das fragt ihr euch beide gegenseitig. Deswegen haben wir mal Iron aus. Das stimmt. Das stimmt, in der Tat.
nur Stufe 12. Irgendwann erreiche ich die nächste Stufe noch. Hey, ich sammle Punkte. Schätze und Last und Unit. Oh nein. Nein, tu es nicht. Bitte tu es einfach nicht. Bitte tu es einfach nicht. Wo ist der Käfer Lori? Mandragora. Baumschrat, okay. Das Doofe an der ganzen Sache ist, ich weiß noch, wo einmal ein Selfie im Discord hatte, weil ich irgendwie aussieht und es macht die Vorstellung mit gewissen Dingen im Kopf nicht besser. Ja, bei dir macht es aber auch nicht besser, wenn du irgendwelche komischen Sachen von dir gibst. Das macht es bei dir ja auch nicht besser. Das ist das Schlimme daran. Viele Vorstellungen kriege ich nicht mehr weg. Die sind so ins Hirn reingebrannt. Die werde ich bis auf mein Lebensende oder bis an mein Lebensende nicht mehr los. Und pfeife dann Hybrid von ja schon aus. Okay, hier sind auf jeden Fall dann noch Quests. Kann ich dann wunderbar machen. Wie will ich denn für komische Sachen von mir? Ich habe hochwertige Ausdrucksweise und literarisch korrekte Sachen anstatt. Nein, ja eben nicht. Wobei ich glaube, selbst wenn es so wäre, könnte ich dich einfach nicht ernst nehmen. Es geht einfach nicht.